Also ich bin ein klassischer Spätberufener. Ich war zuerst 12 Jahre im Beruf, habe erstmal eine Tischlerausbildung gemacht und danach eine kaufmännische Ausbildung im Holzindustriebetrieb. Und da war ich ja bis zu meinem 29. Lebensjahr. Und dann habe ich mich entschlossen, Priester zu werden. Und weil ich noch nicht wusste, ob ich jetzt ein Weltpriester, ein Diözesanpriester oder ein Ordenspriester werden möchte, habe ich den längeren Weg über das Abitur gewählt. Ich habe mich entschieden, nochmal 4 Jahre die Schulbank zu drücken und bin ins sogenannte Spätberufenen-Seminar St. Pirmin in Sasbach eingetreten für 4 Jahre und habe dort Abitur gemacht. Und dem Ganzen voraus ist eben eine längere Zeit, es waren insgesamt 6 Jahre, eine intensivere Zeit des Suchens und Ringens gegangen. Wie soll mein künftiger Weg aussehen? Ich konnte mir beides vorstellen, sowohl die Ehe als auch das ehelose Leben. Und ja, mit 29 habe ich mich dazu entschieden. Es hat sicherlich auch so ein Berufungserlebnis gegeben. Das ist mir jetzt aber auch zu kostbar, das preiszugeben. Aber es hat es gegeben, sodass ich mit 29 einfach gekündigt habe, nachdem ich kurz vorher noch befördert worden bin im Betrieb. Und ja, bin dann gesprungen. Wusste nicht letztendlich, wie die Reise werden wird.
Stiepel, denke ich, war sicher eine Absicht Gottes, das zu gründen. Das sieht man am Werdegang dieser Neugründung. Und wir sind dann damals hingegangen auf den Ruf von Kardinal Hengsbach und haben also dort angefangen. Es war ein schwieriger Anfang, aber es war auch ein schöner Anfang. Und wenn ich heute an Stiepel denke, dann denke ich in Dankbarkeit an diese 13 Jahre zurück, die ich dort war und wo ich als Prior das Kloster leiten durfte und das Ganze aufbauen konnte oder mit aufbauen konnte. Und ich freue mich heute, dass Stiepel so ein zentraler Ort, ein Schwungrad für das Ruhrgebiet geworden ist in religiöser Hinsicht. Und ich wollte schon von Kindesbeinen auf irgendwie gerne Priester werden, habe gute Priester in meiner Heimatpfarre erlebt, bin immer sehr gern zur Messe gegangen. Das war damals in den münsterländischen Orten so, dass jeder Alltag begann mit der Frühmesse und anschließend Schule, jeden Tag. Und das hat viele das Gegenteil bewirkt, jeden Tag zur Heiligen Messe. Und bei mir war das immer eine ganz wichtige Station am Morgen. Von daher bin ich gern hier im Frühchor, jeden Morgen, obwohl ich sehr spät ins Bett gehe. Da ist das alles schon zugrunde gelegt worden. Wir haben ja im Jakobusbrief die Aufforderung, ist einer unter euch krank, so rufe er die Ältesten, sie sollen über sie beten. Und da ist von der Salbung die Rede, denn viel vermag, mögen jene, die eben zu Gott beten, und dass dann die Menschen an Leib und Seele geheilt werden. Das soll eine Bestärkung sein in der Krise. Es kommen wirklich viele Menschen zu uns, die vor einer Operation stehen und dann sagen, Pater Andreas, oder können Sie noch mal mir die Krankensalbung geben? Ich werde operiert, es ist eine lebensbedrohende Operation. Und da sind wir wirklich immer sehr schnell vor Ort, wenn wir sowas hören, dass da jemand operiert wird, dann fahren wir in die Krankenhäuser hinein, obwohl es dort ja Krankenhausseelsorger gibt, die das leicht machen können. Aber ich als Pfarrer sage mir, ich kann nicht nur die Tauffeier mit der Familie, die Hochzeitsfeier, die Kommunion, ich muss auch da am Krankenbett sein bei den Menschen, das gehört ja mit zu unserem Leben. Und so bin ich sehr viel in den Krankenhäusern unterwegs, wenn ich höre, dass jemand krank ist. Und dann hänge ich das auch nicht so hoch auf, weil das Wort immer noch oft letzte Ölung heißt. Dann sage ich sehr oft, ich habe den Heiland mitgebracht. Das ist doch gut, wenn Sie jetzt kommunizieren können. Und vorweg gebe ich Ihnen die Krankensalbung. Das macht Sie stark in der Krise. Und dann salbe ich zunächst und dann reiche ich Ihnen die Krankenkommunion. Das soll ja tröstend helfen, Vertrauen herstellen zwischen dem, der unser Schöpfergott ist und dem, der unser Heiland ist. Und so bin ich also sehr viel, sicher alle 14 Tage mindestens 2-3 Mal im Krankenhaus. Jede Woche mache ich Krankenbesuche in den Häusern, sodass im Monat also das sehr viele Besuche auf diesem Gebiet von alten Menschen und kranken Menschen ist. Und ich bin dankbar, dass ich diese Seelsorge wirklich wahrnehmen kann, auch wenn das dadurch ein bisschen mal doch auch zu Stresssituationen kommt.
Die sogenannte Wallfahrt für ältere und behinderte Menschen, die findet im nächsten Jahr, im Jahr 2016, bereits zum 10. Mal statt. Und sie ist von Jahr zu Jahr angewachsen, sodass wir jetzt bei ungefähr 1300 bis 1400 Teilnehmern dann sein werden. Und diese ältere, kranke und behinderte Menschen, die kommen eben aus verschiedensten sozialen Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen und mit einer riesigen logistischen Organisation klappt das wunderbar jedes Jahr. Und da gibt es diesen sogenannten Stiepeler Kreis, der eben diese Wallfahrt organisiert. Und die ist inzwischen zu unserer größten Wallfahrt angewachsen. Das war schon, also man hat viel erlebt, wer hier 25, 26 Jahre. Ja, ich bin sehr dankbar für Stiepel, muss ich sagen. Hätte mir das von Würflach aus nicht so vorstellen können.
Da war ich auch in meinem Element. Alles, was sozial ist, durch die Liebe, den man dem anderen rüberbringt, Christus zu zeigen, das ist meins.